Moin Moin zu einem neuen Video, Moin Moin zu Games Pickups. Es hat sich wieder einiges für die Sammlung getan und was neu hinzugekommen ist, das zeige ich euch gleich. Diesmal habe ich gesagt, damit es nicht zu lang wird, das Video, splitte ich meine ganzen Neuheiten sozusagen auf und ich möchte euch diesmal alles zeigen, was wir für die PlayStation 5 und 4 neu haben. Es geht wirklich um Neuheiten, jetzt keine Retro-Sachen und ja, da hat sich auch einiges angesammelt. Ein paar richtig coole Stücke und das erste coole Stück ist sogar etwas, was ich mir gekauft habe. Und zwar geht es um, ja, Marsupilami, Hop Adventure oder Hoop Adventure. Ist die Tropical Edition inklusive Bonus. Das ist das Einzige, was von dem Ganzen, was ich hier habe, bei Kleinanzeigen gekauft wurde, weil es nicht mehr bei Amazon erhältlich war. Es war mir da immer zu teuer und dann war es nicht mehr erhältlich. Und ich habe es dann bei Kleinanzeigen für 20 Euro im Top-Neuzustand bekommen und ich wollte diese Tropical Edition haben. Was ist besonders an dieser Tropical Edition? Eigentlich nicht wirklich was, was sich lohnt, das besonders zu nennen, denn das sind wirklich nur diese Bonusgegenstände. Die Bonusgegenstände ist ein Türhalter mit zwei verschiedenen Motiven. Die sind, meine, die sind ganz süß. Und zwei Stickerbögen. So. Hier mit dem Marsupilami finde ich richtig schön. Und auch hier so ein paar Figuren. Aber die sind nicht so besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Marsupilami hier in dreifacher Form. Das war's. Ja. Ansonsten ist hier nichts weiter Bonus. Das ist eigentlich enttäuschend, dafür, dass man dann so eine besondere Edition hat, die ein paar Euro mehr gekostet hat oder kostete, ja, wahrscheinlich. Naja, ansonsten, das Spiel ist ein Jump'n'Run, ein sehr schön gemachtes und ja, ich stehe auf diese ganzen Comic-Spiele und Marsupilami bin ich mit aufgewachsen, deswegen wollte ich das auch für meine Sammlung haben. So wie ich auch zum Beispiel das Tim und Struppi mir ja gekauft habe, was ihr auch hier jetzt verlinkt seht, weil davon habe ich ein Einzelvideo gemacht. Da habe ich die Collector's Edition mir auseinandergenommen und genau für euch genau gezeigt einfach. Gut, so. Ansonsten gibt es nur noch ein PlayStation 4 Spiel, was neu in der Sammlung ist. Und hier sind bis auf zwei Aufnahmen, glaube ich, alles von meinem Bruder. Das einzige PlayStation 4 Spiel ist noch Everreach, wie heißt es noch? Project Eden. Hier ist es, ist noch sealed, ist noch recht neu. Ist das einzige PlayStation 4 Spiel, was noch hierbei war. Und jetzt kommt nur noch PlayStation 5. Wenn man die hat, die Konsole, nimmt man natürlich das aktuellste. So, das nächste ist wirklich eine tolle Collector's Edition, die haben wir bei Amazon vorbestellt und ich muss euch sagen, da war auch eine enttäuschende Geschichte mit hinter und das hat auch im Internet sehr viel Furore gesorgt und auch sehr viel Enttäuschung, denn es geht um, und es ging nicht um die Edition selbst, denn die ist wirklich wunderbar, und zwar geht es um die Persona 3 Reload Aegis Edition, richtig schön, auch eine richtig tolle Edition. Ich zeige euch davon ein paar Fotos, denn ich habe sie ja ausgepackt, kann man sagen. Da ist ein Artbook dabei, eine schöne Aegis-Figur. Es ist halt ein Soundtrack dabei und ein DLC-Paket und ja, sieht sehr schick aus alles. Aber sie ist auch nicht perfekt. Hier unten ist sie leider beschädigt und der Grund davon ist, weil Amazon das nicht gut verschickt hat. Wir hatten das vorbestellt. Und wir konnten nicht jetzt irgendwie die Versandmethode auswählen oder irgendwie kontrollieren. Man kann ja bei Amazon teilweise anklicken, nicht verpacken sozusagen oder in der Originalbox lassen oder eben halt, dass das richtig verpackt wird. Ja, im Endeffekt, wie wurde es verschickt? Das war noch in Folie eingeschweißt und auf der Folie war dann der Versandaufkleber. Das heißt, die Ditcher und so weiter entstehen durch den Transport. Hier war nichts extra geschützt und dafür, dass die Edition fast 200 Euro gekostet hat, ja, die ist teuer gewesen, das ist eine limitierte Auflage, war das echt enttäuschend und es ist eine Enttäuschung, dass Amazon dies so gemacht hat. Und wir haben mal relativ Glück, dass es hier nur bei dem, ja, dem Ausziehschuber sozusagen hier, gut, kann man hier so hoch machen, dass man der hier oben beschädigt ist und hier unten. Ansonsten ist die Hauptbox in Ordnung. Wir haben riesen Glück gehabt, aber es waren zahlreiche Sammler, die es nicht dieses Glück hatten. Ja, es hat natürlich dann auch sehr viel Beschwerden gehagelt und der Hersteller selbst
der eben halt Atlus, den Atlus-Titel vertrieben hat. Der hat sich rausgeredet, ist ja nicht unser Problem. Ihr habt ihn ja nicht in unserem Shop bestellt. Und ja, Amazon sagt gar nichts, denen ist das völlig egal. Die haben, glaube ich, dann nur so ein typisches 20% Rabatt oder so dann noch gegeben auf den Schaden und das war's. Umtausch war fast nicht möglich, weil es war komplett ausverkauft. Ja, das war echt enttäuschend. Ich meine, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch diese Edition bestellt und so einen Schaden gehabt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja. Ansonsten kam alles andere in einem guten Zustand an, weil es normal verpackt wurde in einen Briefumschlag oder also einen Pappumschlag oder einen kleinen Karton. Ja, so, was gab es denn weiter? Und hier kommt ein Spiel, was ich mir gekauft habe. Ich bin großer Agatha Christie Fan und deswegen habe ich auch von Microids Agatha Christie's Mord im Orient Express die Deluxe Edition mir gekauft. Man merkt, man hat sich orientiert an den Film von Kenneth Branagh. Vom Design her, diese Deluxe Edition, ja, was bietet die eigentlich ganz Besonderes? Man ist im Schuber, da ist dann das normale Spiel. Hier ist jetzt auch wirklich nichts weiter drin als ein Ticket. Dann kann man hier das Artbook digital downloaden und auch den Soundtrack. Und hier ist dann so ein Artbook dabei. Könnt ihr mal hier so sehen. Also, das ist das einzige an Specials. Ich stehe auf diesem Kram. Deswegen wollte ich auch dann diese Edition haben. Gespielt habe ich das Spiel noch nicht. Wir spielen gerade Like a Dragon 8 müsste das sein. Infinite Verse. Zungenbrecher. Und das haben wir aber auch digital erstmal gekauft. Da das physische Spiel ergab sich so, dass wir es eher spielen wollten und so haben wir es erstmal nur digital gekauft. Ja. Deswegen habe ich auch eben nur das eingeblendete Cover. Ja, das Spiel habe ich mir gekauft. Mord im Orient Express wird auch noch gespielt. Ich freue mich auch schon drauf. Ja, und weiter geht's dann mit weiteren PlayStation 5 Spielen, die mein Bruder gekauft hat. Es sind noch einige sealed, weil die eben halt auch noch teilweise neu sind und wir uns erstmal auf ein Spiel konzentrieren. Aber die werden alle gespielt, keine Angst. So, auch relativ frisch gerade eingetroffen, Prince of Persia, The Last Crown. Stell ich mal hier mit hin. Dann Rise of the Ronin. Ja, kann ich auch hier hinlegen. Und hier haben wir auch ein Persona wieder, Persona 5, Tactica PST. Auch richtig cool, ist auch noch sealed, wie gesagt. Und dann haben wir weitere Spiele. Ja, was habe ich denn hier noch Cooles? Ihr werdet viele Sachen sealed hier finden, weil wir eben noch. Man kann ja nicht alles gleichzeitig spielen, darum geht es ja auch. Aber das mussten wir auch haben. Ist sogar PlayStation VR 2 kompatibel, aber es ist ein Remake eines Klassikers, den ich auf dem C64 gespielt habe und auf dem Automaten sogar, obwohl er bei uns teilweise auch initiiert war. Operation Wolf Returns oder Wolf Mission oder First Mission ist halt ein Seitenshooter und kann auch mit sozusagen mit der Lightgun gespielt werden. Es ist jetzt hier so ein Bunz Aufkleberbogen dabei und ein Aufnäher ist enthalten in dieser Edition, in der Rescue Edition. Dadurch, dass ich noch nicht geöffnet habe, kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Ja, auch den Titel haben wir uns gekauft, wird auch demnächst gespielt. Robocop Rogue City. Richtig gute Spielumsetzung des Klassikers nach dem ersten Kinofilm und man fühlt sich auch heimisch, weil diese ganze Atmosphäre eben halt da mit eingeflochten wird. So, was habe ich denn noch hier Neues? Immortals of Avalon. Auch der Titel ist noch sealed, aber der muss da auch noch sein. Und hier haben wir Chris Tales. Das gab es, glaube ich, ganz günstig bei Amazon. Ist auch nicht viel drin. Ein Poster ist dabei als extra. Ist so ein, ja, so ein RPG, kann man auch sagen. Ja, richtig cool. Richtig schöner Titel. Ja, was haben wir dann noch? Dann mussten auch noch ein Klassiker her, der jetzt auch draußen ist. Star Ocean, The Second Story R von Square Enix.
wird auch noch gespielt. Ist halt ein klassisches Rollenspiel, was immer mal wieder oder wo eben neue Geschichten mal erzählt werden. Obwohl hier bin ich mir nicht so sicher, ob es nicht ein Remake einer älteren Geschichte sind. Ich bin im Star Ocean Universum nicht so drin, aber es gibt eine ganze Menge cooler Teile da. Ja, dann gab es eine Fortsetzung. Die haben wir in der Limited Edition erworben, und zwar Flashback 2. Flashback ist auch ein alter Klassiker, den wir auf dem Amiga gespielt haben. Das ist jetzt die Fortsetzung mit einer neuen Geschichte, aber im ähnlichen Style. Ein bisschen ja, modernisieren, ein bisschen so wie Shadow Complex Style, also von der Seite, Side-Scrolling so in dieser Welt zum Erkunden. Kommt in diesem wunderschönen Steelbook. Richtig schön. Innen drin ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich gucke gerade rein. Den Game Soundtrack kann man runterladen und ja, mehr ist das auch nicht. Dafür nennt sich das Limited Edition. Also Micronauts hat gern diese Limited Editions. Die wechseln immer zwischen gut und naja, muss ich ganz ehrlich sagen. Man weiß immer nicht, lohnt sie sich oder lohnt sie sich nicht. Ja, und ich merke gerade von Micronauts, ich muss es richtig aussprechen, von Micronauts habe ich eine ganze Menge dazwischen. Auch hier von einem japanischen Game, ein Remake, in der Limited Edition wieder, und zwar Front Mission First. Wie könnt ihr sehen, das ist so ein Lenticular-Cover, es ist noch sealed. Was haben wir da noch? Eingedrücktes Handbuch, zwei Lithografien und eben halt dieses Wackelbild. In der normalen Hülle. Ein Steelbook hätte eigentlich auch noch gepasst für das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist nicht schlecht. So, dann kommt noch ein Micronauts-Spiel, bevor ich auch liebe Highlights. Das habe ich mir noch gekauft. Das kommt wirklich von mir. Und zwar ist es von Siberia, die 20-Year Edition, The World Before. Das ist die Vorgeschichte. Ich habe bereits die Collector's Edition. Im Endeffekt habe ich mir sie jetzt doppelt gekauft. Hier ist eigentlich gar nicht so viel Besonderes drin. Pappschuber, oder kommt das so im Büchereinband, das Buch. Muss ich gucken. Hier ist die CD hinten drin und dann haben wir hier ein Artbook. Was ein bisschen enttäuschend ist, eigentlich, da war eine Sache, die hat mich doch dann enttäuscht, weil es ist eben halt für den deutschen Markt und irgendwo war Text, oh ne, hier ist es alles normal. Ach doch, das war das hier. In Französisch. Es ist für den deutschen Markt und das Vorwort, das einzige, was ist, ist nur in Französisch. Und das finde ich dann doch schade. Ich spreche kein Französisch, wenig, nur ein paar Worte. Und ja, das ist jetzt hier alles komplett in Vorwort in Französisch gehalten und das für die deutsche Fassung. Das hat mich doch dann enttäuscht, weil man zahlt schon viel Geld und das hätte man austauschen können. Man hätte es in Deutsch oder wenigstens in Englisch machen können. Ja, das fand ich als einziges enttäuschend. Ansonsten, ja, ist das halt für mich ein Bonus, dass sie das nochmal rausgebracht haben, so Mediabook-Style. Ja, gut. Ist nur rein für die Sammlung habe ich es mir gekauft. Dadurch, dass ich die große Collector's Edition mit Figur davon habe. Ja. War das ein zusätzlicher Kauf? Hat mich, glaube ich, um die 30 Euro gekostet. Aber ja, als Fan musste das dann sein. So, zwei Spiele habe ich jetzt hier noch liegen. Das eine ist auf eine Art ein großartiges Spiel und doch eine Enttäuschung. Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie unterkriegen kann. Das muss ich mal schon doch vorziehen, damit ich das da hinten hinstellen kann. Ich baue hier so ein bisschen das optisch hin, damit ich das auch danach ein bisschen schön euch zeigen kann. So, jetzt kommt die Enttäuschung und naja, obwohl es ein gutes Spiel ist, ist es auch noch sealed. Und zwar habe ich hier Everspace 2, die Stellar Edition. Das ist eine Kickstarter-Kampagne gewesen, die mein Bruder unterstützt hat. Und das war das, was er unterstützt hat von Kickstarter. Ja, was kann man dazu sagen? Erst hieß es, Kickstarter hat als einziges diese Collector's Edition. Ja, Pustekuchen. Kaum war diese Edition draußen, gab es sie auch regulär im Handel. Ja, gut. So viel sei gesagt, das ist in Ordnung alles. Nur das Problem war,
mein Bruder hatte das normal gebackt. Das war also der normale Kaufpreis. Im Laden später kostete es nur noch die Hälfte. Das heißt im Endeffekt, ich glaube ganz grob gesagt, 100 Euro hat mein Bruder gebackt für diese wunderschöne Edition. Und die gleiche Edition konnte man dann für 50 Euro regulär neu, also als es neu erschienen ist, hier im Laden dann und im Handel kaufen. Und das war doch sehr enttäuschend. Da haben sich auch sehr, sehr viele beschwert. Also da war mein Bruder nicht der Einzige, der sauer war, weil viele Bäcker fühlten sich echt verarscht dadurch. Man unterstützt das Projekt, weil es hieß, es gibt nichts anderes und man bezahlt mehr, nur weil man das jetzt unterstützt hat und der normale Händler der hat gewartet und kriegt das Gleiche für einen Fuffi, für eine Hälfte. Und ja, also da hätte man einen Gegenwert noch bringen sollen oder so, dass das man was irgendwie sich nicht blöd fühlt. Und das war ja leider der Fall. Man fühlte sich sehr blöd, das Projekt unterstützt zu haben, obwohl, ja, ohne die Bäcker wäre das Projekt gar nicht möglich gewesen, dass es in den Handel gekommen ist. Und es ist in den Handel gekommen und dann billiger. Und als Bäcker, wie gesagt, ist doch Verarschung, oder? Was denkt ihr? Ja, also, wenn man hätte was dann noch an Gegenwert bekommen sollen oder so. Und das war nicht der Fall. Also, schade. Ja, jetzt habe ich nur noch ein einziges Spiel übrig. Dann ist sozusagen die PlayStation 5 und 4 Neuheiten abgeschlossen. Das Spiel haben wir auch neu gekauft, aber eben halt online, ich glaube über eBay gekauft, weil es nicht in Deutschland erschienen ist. Es ist in zwei Versionen erschienen, in der normalen japanischen Version, weil es geht um ein Spiel, was in Japanisch oder aus Japan kommt, und zwar handelt es sich um ein Like a Dragon Game, und zwar Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. In der physischen Edition, die ist auch hier in der English Version, es gibt die dann auch in der japanischen Version eben halt, die ist wirklich physisch. Hier ist alles drin, nur mit dem Faltblatt und Disc. Bei uns in Deutschland ist es nur regulär, obwohl Deutsch ist es auch nicht, es hat deutsche Texte vielleicht im Menü, das ist aber auch in der Fassung der Fall. Digital nur im Download Store ist es erhältlich. Ja, und wir wollten es gern physisch haben, weil wir großer Fan der Reihe sind. Und ich sagte ja, wir spielen gerade den, ja, wenn man sagen, das ist so ein Zwischenteil zwischen dem Like a Dragon 7 und Like a Dragon 8. Und Like a Dragon 8, das spielen wir aktuell. Und den haben wir noch nicht gemacht, obwohl die Geschichte ein bisschen von hier übergeht in dem neuen Spiel. Aber egal, wir wollten das physisch haben. Und es war auch nicht so günstig, aber ja, musste sein für die Sammlung. Und das war's auch. Jetzt habe ich euch alles Mögliche gezeigt, was jetzt speziell an Neuheiten, wirkliche Neuheiten für die PlayStation 4 und 5 ja, uns erreicht hat. Was sagt ihr? Was ist hier von euer Highlight? Ich meine, wird alles gespielt, keine Angst, es wird wirklich gespielt. Was haltet ihr von der Geschichte, die ich erzählt habe, wie das versendet wurde? Oder auch die Kickstarter-Kampagne, wo man sich echt betrogen vorkommt. Ist ja wie ein Betrug, man fühlt sich echt betrogen. Man gibt mehr Geld aus und wenn man gewartet hätte, es nicht unterstützt hätte, hätte man es günstiger gekriegt. Aber es wäre ja nie erschienen, wenn man es nicht gebackt hätte. Komischer Kreislauf. Naja. Okay, das soll es auch gewesen sein. Ihr merkt, ich verplapper mich schon. Und deswegen sage ich, liken, teilen, abonnieren und ja, kommentieren. Eure Meinung, eure Gedanken. Welches Spiel ist euer Highlight? Für mich ist es natürlich die ich mir gekauft habe. Modern Orient Express, Siberia, das Masopilami. Aber ich bin natürlich auch ein großer Fan von dem Like a Dragon und von Robocop. Und Operation Wolf muss ich natürlich auch noch spielen, weil den Klassiker kenne ich vom C64. So, das war genug geredet. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin.